benutzerfreundlich. Scheiße. Die Spur verloren. Verdammt. Wo? Thank you.
West! Hier! Wir müssen reden. Na los, West! Los! Wir müssen unseren Leuten helfen! Nicht übel. Also, was gibt's? Obscurus hat Hammond und ihre Leute in der Willamette High School festgesetzt. Bald wird die Schießerei losgehen. Verstehe ich nicht. Warum stochert ihr gerade bei denen herum? Könnt ihr nicht woanders Vorräte besorgen? Tom will ein Zeichen setzen. Den Eindruck habe ich auch. Pass auf. Hammond ist eine taffe Frau. Aber sie wird nicht ewig durchhalten. Du musst ihr helfen. Sonst wird Tom an dir rumstochern. Verstanden? Ja, die High School. Bin schon auf dem Weg. Tom kann an sich selbst rumstochern. Danke. Nicht übel. Wenn das hier alles vorüber ist, gebe ich einen Wellness-Tag aus. Hey, schönes Wetter heute, oder? Paula? Ich habe noch nichts von Darcy gehört. Was werden sie ihn foltern, um Informationen zu bekommen? Wieso? Weiß er denn etwas? Ich weiß nicht. Pass auf, ich habe gerade anderes zu tun. Ich melde mich später bei dir. Klingt, als ob jemand den ersten Schuss abgegeben hat. Moment, Ingenieur. Du bist mein Glückslos. Sie. Frank West, ich bin Fotojournalist. Hätte ich mir denken können. Und jetzt los! Oh, verdammt, Frank! Diese Leute brauchen medizinische Hilfe! Können Sie Obscurus in Schach halten? Klar, Sie sind Florence Nightingale und ich Rambo. Und wenn das alles vorbei ist, tauschen wir mal. Okay, ich schulde Ihnen was. Einverstanden? Brauche Deckung! Mehr Bösewichte! Auf 12 Uhr oder so!
Gott sei Dank. Sieh zu, dass das bandagiert wird. Nicht schlecht, damit du alleine klarkommst. Ja, ich war Kriegsberichterstatter. Wirklich? Bei welchen? Ah, Tom meinte, sie könnten mich in den Staudamm bringen. Tom, richtig. Ja. Die Stadtschlüssel. An der Seite des Staudamms befindet sich eine Wartungstür. Damit kommen Sie rein. Woher haben Sie diesen Schlüssel? Vor dem ganzen Chaos war ich Chefingenieurin bei der Stadt. Hab das meiste hier noch im Kopf. Ja. Und ich bekomme sie einfach? Klar, ich habe mit Vic gesprochen. Sie sagte, Sie waren beim ersten Ausbruch dabei. Ja. Ja, das war ich. Was hat sie noch gesagt? Naja, noch ein paar Sachen. Okay. Na dann in diesem Sinn. Oh, hey, Moment. Meine Jungs sind verletzt. Sie müssen zurück zu Tom. Ja, tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte. Hab noch was vor. Er ist wirklich ein Arschloch.